Transportbu. Grenzstadt, Naturhafen, spanische Eisenbahn-Endhaltestelle und seit 2001 sicherer Zufluchtsort für Yachten an der Costa Brava. Hinter der nach Südwesten gerichteten Einfahrt bietet Port Bu an 6 massiven Schwimmstegen 250 Liegeplätze, gut geschützt durch eine meterhohe Mole und die Felsmassive drumherum. Im vorderen Teil tummeln sich die Gastlieger. Mit ihrer Beneteau 343 sind Rainer und Uschi Schaft schon seit einigen Monaten im Mittelmeer unterwegs. Am Gästesteg sind sie die einzigen Deutschen neben vielen französischen Yachten. Für die Schafts ist der neue Hafen fast ein Geheimtipp. Oh, wir finden es toll hier. Ist klein und schnucklig und man kann gleich um die Ecke schön schnorcheln. Also man kann, wenn man der Dinghy dann schnell mal rausfährt, dann kann man schön schnorcheln. Das sind schöne versteckte Ecken dann. Sogar kleine Höhlen noch zu finden, wo man dann reinschwimmen kann. Das ist optimal hier. An der Tankstelle herrscht Betrieb. Hier machen Gäste fest, um sich einen Liegeplatz zuweisen zu lassen. Die UKW-Kommunikation erfolgt auf Kanal 9. Zur Hafenmeisterei sind es von der Tankstelle nur wenige Meter. Von 9 Uhr morgens bis 6 ist in der Woche geöffnet. Auch die Benutzung der Slipbahn muss angemeldet werden. Vom 1. Juli bis Ende August kostet eine Übernachtung für ein 10-Meter-Schiff 57 Euro. Noch gibt es für alle nur Sanitärcontainer, allerdings sind die sauber und gut gepflegt. Die Stege sind neu, mit Licht, Strom und Wasser für jeden Liegeplatz. Am Steg nimmt man ankommend eine Führleine auf, mit der man die dickeren Mooringleinen aus dem Wasser zieht und belegt. Bei schweren Winden zwischen Nordost und Südost kann Schwell in den Hafen gelangen, weshalb an den Leinen zum Steg Ruckdämpfer ratsam sind. Der Hafen bietet Platz für Schiffe von bis zu 20 Metern Länge, auch außerhalb des Wassers Travellift, Tauch- und Segelschule gibt es hier und im Ort natürlich die Eisenbahnstation. Und für uns war es ja ganz wichtig, dass unser Besuch mit der Bahn hier abreisen kann. Nämlich hier fährt ja gleich der Zug nach Barcelona. In 2-2,5 Stunden sind sie in Barcelona und der Zug fährt fast stündlich, würde ich sagen. Das war natürlich sehr praktisch. Über allem rollt in Port Bu der Eisenbahnverkehr von und nach Frankreich. Der Ort wirkt echt. Touristische Großattraktionen gibt es nicht. Dafür locken am Strand die Frittierstationen, an denen selbst Chips ein zweites Mal ins Fett getaucht werden. Man kann sich aber auch gesünder ernähren. Bäcker ist schnell zu erreichen, der hat auch früh auf, dass man dann wieder früh weg will, dass man dann auch früh morgens sein Baguette bekommt. Und wir haben hier einen Markt, Gemüsemarkt. Ja, Fisch und Fleischmarkt, also bestens. Ne? Also für die Versorgung ist hier gesorgt. Auf der Rambla, der Fußgängerzone und an der Strandpromenade spielt sich für die 1300 Einwohner Port Bus und ihre Gäste abends das öffentliche Leben ab. Port Bu verfügt über den großen Strand in der Ortsmitte und kleinere Kiesstrände in den anliegenden Kalas. Durch die oft über 500 Meter hohen Berge um den Ort kommt der Schatten am Abend allerdings früher als anderswo an der Costa Brava. Heute wird das ausgeglichen durch Hafenkino. Eine Schweizer Yacht kommt noch kurz vor Sonnenuntergang und legt ein perfektes Ankermanöver hin. Der einzige Haken: Ankern ist laut britischem Hafenlotsen seit der Fertigstellung des Sporthafens im Jahr 2001 in Port Bu nicht mehr erlaubt.